Vor dem Wirtshaus sitzen die Bauernburschen und sprechen über dieses und jenes. Ob Entchen und Heiling wohl zum Tanze kommen? Da ist ja auch der burggräfliche Leibschütz Konrad, der Entchen in herzlicher Freundschaft zugetan ist. Nein, Meister Heiling wird es nicht erlauben. Er ist überhaupt ein unheimlicher Geselle. Was soll man zu einem Menschen sagen, der nicht lachen kann? Die Burschen verscheuchen solche Gedanken durch frohes Singen. Dann trägt Konrad ein Spottlied vor. Es handelt von einem Fräulein, das einen Kobold zum Manne nahm.